Nun gut, da dies jetzt nicht geht und ich sonst hier nichts finde, würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu Lex runter. Der wird uns doch bestimmt sagen, was wir als nächstes tun sollen. Immerhin haben wir ja schon den Ort rausgefunden und die Koordinaten. Also erst Koordinaten und dann den Ort. Ja, die Himmelsrichtung konnten wir jetzt leider auch nicht herausfinden, da wir ja, also da es draußen neblig war, konnten wir den Sextanten nicht benutzen. Ja. Dann schauen wir mal. Na? Hast du schon etwas herausgefunden? Ich habe mit einem Sextanten versucht, die Position zu bestimmen. Ich habe mit einem Sextanten versucht, die Position zu bestimmen. Sehr gut. Ist es dir gelungen? Nee, leider nicht. Nein, nicht. leider nicht. Es war zu neblig. Aber ich bin sicher, dass Land in der Nähe ist. Verdammt. Wir müssen irgendwie herausfinden, wo wir uns befinden und wie schnell wir uns bewegen. Ist sonst noch etwas? Der Kompass auf der Brücke. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das würde ich auch sagen. Der Kompass auf der Brücke. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wieso? Was ist damit? Er dreht sich ununterbrochen. Ich kann keine Himmelsrichtung ausmachen, in die wir uns bewegen. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wir sollten zumindest wissen, wie schnell wir uns bewegen. Ist sonst noch etwas? Ja, das könnten wir ja eigentlich. Wir haben ja unser Handlock. Aber wir haben ja noch keine Uhr. Wir müssen ja die Uhr erstmal finden. Okay, sagt er uns vielleicht jetzt was anderes? Könntest du mir vielleicht noch mal sagen, was genau ich machen soll? Du musst unbedingt herausfinden, in welche Himmelsrichtung wir uns bewegen. Wir müssen herausfinden, wie schnell wir uns bewegen. Solange wir das nicht wissen, können wir keine Aussage über unseren Aufenthaltsort machen. Vielleicht findest du irgendwo ein Handlock. Es besteht aus einem Brett und einem Seil. Ja, das habe ich ja, aber wie verwendet man das jetzt? Genau, wie kann ich mit einem Handlock die Geschwindigkeit des Schiffes messen? Wie kann ich mit einem Handlock die Geschwindigkeit des Schiffes messen? Das Log besteht aus einem Brett und einem Seil mit Knoten. Das Brett wirfst du vom Schiffsheck aus ins Wasser. Je schneller das Schiff fährt, desto schneller rollt die Logleine ab. Du zählst genau 15 Sekunden lang die Knoten. Dann wissen wir, wie schnell wir sind. Dafür brauchst du natürlich noch eine Uhr. Kein Problem. Was? Kein Problem? Wir haben ja ein Uhrwerk gehabt, aber das kann ich ja nicht mitnehmen, das ganze Ding. Puh, aber vielleicht können wir da ja was machen. Gut, dann gehen wir doch mal zum Uhrwerk hin. Aber dann können wir trotzdem immer noch nicht die Himmelsrichtung bestimmen. Huch, auf einmal ganz neblig hier. Hat eher ausgeschaut, als wenn es brennen würde. Ja, die läuft, aber wieder langsamer, ne? Drehen wir wieder die Kurbel? Oder stellen wir erstmal um? Oh, okay. Ist das etwa der Mechaniker, der die Uhr gebaut hat? Es könnte sein, denn er trägt eine Taschenuhr in seinen Händen. Hey, vorhin ist es aber nicht rausgekommen. Da kam der komische Kapitän raus. Es ist gut zu wissen, wie die Stunde geschlagen hat. Okay, dann können wir jetzt, ja, die Geschwindigkeit messen. Das ging schnell jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich werde Warum schleppt wieder. sich dieser sture Bock auch durch die Gänge? Er hat unnötig viel Blut verloren. Ja, ich habe gedacht, ich werde jetzt hier wieder rumirren und suchen. Aber dem ist nicht so. Nein, nein, nein. Überall Blut von Lex. Da genauso. Schlimm mit dem. So, kriegen wir jetzt das Fenster auf? Ja. Ja, Handlock rauswerfen. Und ab geht die Post. Dann zähl mal, Anna. Ich hoffe mal, du kannst bis 15 zählen.
Gut. Nun wissen wir wenigstens, wie viele Knoten das Schiff schnell ist. Oh nein, jetzt schon wieder irgendwas. Ich will da nicht hingucken. Ich sollte schnellstens zurück zu Lex gehen. Da hat es mich jetzt aber auch gezuckt. Schnell zurück. Ich will gar nicht wissen, was unterwegs noch alles kommt. Augen zumachen und durch? Vielleicht? Komm, das Stück schaffst du noch. Nee, ist nix. Puh. Gut. Schauen wir mal, was Lex dazu sagt. Ja, ja. Wenn er noch da ist. Ja, sitzt noch brav da. Hast du schon etwas herausgefunden? Ich konnte mit einem Handlock die Geschwindigkeit des Schiffes bestimmen. Zumindest wissen wir nun, wie schnell wir sind. Wenn wir nur die Route des Schiffes kennen würden. Ist sonst noch etwas? Ich habe herausgefunden, auf welcher Schifffahrtsroute wir uns befinden. Das müsste genügen. Wenn es stimmt, was du sagst, dann folgen wir einer Meeresströmung. Und wenn wirklich Land in der Nähe ist, dann fahren wir gerade an einer sehr kleinen Insel vorbei. Und weil das Ruder blockiert ist, fahren wir hinaus aufs weite Meer. Für Tage, vielleicht Wochen. Wir können nur überleben, wenn wir sofort das Schiff verlassen und uns in Richtung der Insel halten. Ausgerechnet das Rettungsboot blockiert aber die Tür zum Deck. Wir sind hier eingeschlossen. Wir müssen irgendwie nach draußen kommen, und zwar schnell. Und wir müssen das Boot flott machen. Ich habe einen Lastkran gesehen. Wenn du ihn bedienen kannst, könntest du das Boot damit wegheben und beide Probleme auf einmal lösen. Ich werde es versuchen. Und sieh dich vor. Hier, nimm den an dich. Den Revolver? Aber was soll ich denn damit? Es ist doch niemand an Bord. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Wie meinst du das? Nimm ihn. Nur zur Sicherheit. Du wirst ihn eher brauchen als ich. Weißt du, wie man ihn benutzt? Mir scheint, es ist manchmal wichtiger zu wissen, wann man ihn besser nicht benutzt. Punkt für dich. Okay, jetzt haben wir einen Revolver. Ich will aber nicht schießen. Okay. Naja, das Boot draußen. Ich weiß nicht, wie man das wirklich wegschaffen sollen. Vielleicht kann ich ja mit dem Revolver hier das Bullauge zerschießen und dann komme ich raus? Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Hey, das ist keine Gegend, das ist ein Fenster. Mit dem Seil, da kann ich ja nicht wirklich was machen. Kran nach rechts. Ah, Moment. Ja, nee. Na, versuchen wir es einfach. Der Kran lässt sich nicht bedienen, solange die Schiffsladung daran befestigt ist. Eben, vielleicht müssen wir es wieder runter tun? Okay, versuchen wir es. Huch, da war ein Grafikfehler. Dann machen wir das doch unten ab. Komm nochmal rauf. Ja, aber wie befestige ich es dann am Boot? Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst. Kann ich auch mein Seil nehmen? Nee, anscheinend nicht. So binde ich es ja wieder zu. Ja. Die Kette ist jetzt mit der Ladung verbunden. Gut, so kann ich die Ladung heben. Nee, ich will sie ja nicht. Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst. Anscheinend brauchen wir, die Kette nicht. So, wenn wir doch jetzt wieder rauf tun, dann haben wir nur das Seil.
Oh, es tut sich nichts. Ach. Ja, das bringt mir ja nichts. Nach vorne. Und ich glaube nicht, dass es sich anhackt. Und jetzt nach links. Der Kran blockiert. Er lässt sich wohl nicht weiter nach links drehen. Ja, nach rechts. Mann, Mann. Tja, jetzt sind wir wieder hier. Und es bringt trotzdem nichts. Vielleicht an dem Bullauge? Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Okay, du willst nicht. Ich habe verstanden. Sonst? Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Es gibt ja mehrere Bullaugen hier. Vielleicht ist hier ein normales Fenster dahinter? Aber ich kann nichts damit machen. Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Das genauso? Draußen sehe ich den Bug des Schiffes. Es muss ganz schön schwierig gewesen sein, das Schiff mit so kleinen Bullaugen zu steuern. Da vielleicht? Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Ja, ist gut. Wir haben ja hier noch Wasser. Also gefüllte Flaschen. Vielleicht müssen wir damit auch noch was machen. Da ist nichts. Das frische Wasser sollte ich lieber nicht verschwenden. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Wie? Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Schauen wir mal. Das Rettungsboot blockiert die Tür. Müssen wir irgendwie anders versuchen, rauszukommen? Hier waren doch Vorhänge. Und da war ein Fenster. Nee, das war auch ein Bullauge, leider. Sie scheinen von Hand gemacht zu sein. Auf ihnen sind spielende Kinder zu sehen. Überall Patina und Feuchtigkeit. Das Glas ist so verkratzt und verschmutzt, dass es undurchsichtig ist. Vielleicht schießt du hier mal? Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Vielleicht den Schrank? Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Wieso willst du nicht schießen, hä? Überall Patina und Feuchtigkeit. Das Glas ist so verkratzt und verschmutzt, dass es undurchsichtig ist. Setzkasten kann man auch nichts machen. Also in dem Raum anscheinend nicht. Drüben war auch nichts. An der Decke. Jetzt bin ich am Überlegen, können wir vielleicht irgendwie aus dem Fenster klettern? In der Kapitänskajüte? Aber ich glaube nicht, dass es gehen wird. Vielleicht ist hier noch irgendwas zu nehmen. Da gab es ja nichts. Genau, da vielleicht, dass wir... Die Luke geht durch die Schiffswand. Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, würde man direkt im Wasser landen. Da ist ein Rettungsring. Notizzettel haben wir schon gehabt. Da kommen wir auch nicht hin. Was ist da oben? Bild eines Skeletts. Ein anatomisch korrektes Abbild eines Skeletts. Zersprungene Spiegel kann ich jetzt bestimmt auch nicht nehmen. Nee, die Schranktür, da war ja nichts drin. Also können wir hier wieder raus. Die andere Tür führt ja zu Lex. Dann schauen wir in der Kajüte nach.
Na, da wollten wir gar nicht hin. So, gehst du da raus? Nee, gehst du nicht. Irgendwo da draußen ist das Schiff gesunken, mit dem wir eigentlich nach Europa wollten. Du kannst doch klettern, Anna. Da hinten war ja das Loch von, wo die Fiona herkam, aber ich komme da bestimmt nicht rein. Oder doch? Nee, die will da nicht mal hinlaufen. Und sonst finde ich hier bestimmt auch nichts. Wobei, die Kleine hat ja ihre Halskette verloren, aber ich glaube, die... Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. Was machen wir dann? Wir haben ja noch eine also verrostete Schrank am Uhrwerk, also in dem Zimmer, dass wir da vielleicht aufschießen. Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Warum nicht? Ist doch total einfach. Was haben wir hier? Nichts. Genau, die Schlüssel, die hier oben hangen, hat ja Fiona mitgenommen. Wieso ist es hier auf einmal so neblig? War das schon die ganze Zeit so? Ich denke nicht. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Ich frage mich jetzt, ob wir nicht wieder die Ladung hochtun, damit wir da zum Ofen gelangen. Und hier das Wasser müssten wir auch irgendwie abpumpen. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an seinem Platz hält. Mit einem ähnlich geformten Gegenstand könnte ich die Pumpe aber vielleicht wieder reparieren. Ja, wir haben aber nichts sowas. Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Außer wir können vielleicht die Waffe... Ich nehme eine Patrone aus dem Revolver. Nein, ist nicht wahr. Nein! Das ersetzt den Metallbolzen. Okay, das muss man natürlich vorher wissen. Es sieht so aus, als würde das Wasser unter den Planken weniger werden. Sehr schön. Da ist noch zu viel Wasser, um etwas zu erkennen. Immer noch zu viel, aber wir finden vielleicht jetzt die Halskette von Fiona. Ahaha, ja genau, wir kommen nicht hoch. Ja. Geht auch auf. Erstmal müssen wir natürlich hochziehen. Nein, erstmal runter und festmachen. Och nee, habe ich mir jetzt echt alles so verbaut jetzt. Gut, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich das wieder gerichtet habe. So, wo war denn das Ding? Runterlassen? Nein, nach hinten erstmal, glaube ich, war das. Ja, und dann runterlassen. Dann wieder runtergehen. Festmachen, dann wieder hochkommen und hochziehen. Wenn ich das gewusst hätte. Gut. So, geh mal. Die Kette ist jetzt mit der Ladung verbunden. So kann ich die Ladung heben. Sehr schön, Anna. Hast du toll gemacht. Und jetzt wieder rauf. Wie gut, dass man nicht so weit laufen muss, dass es gleich daneben ist. Hochziehen. Man sieht die Kette nicht. Es schwebt. Magie.